Altesse Royale, Exzellenzen, Leifleiter Legur, ganz herzlich willkommen an Ihrer Kathedrale. Wo wir heute bieten, für Ihre Altesse Royale, auch für ganz Lützeburg, dass wir können geschlossen an Zukunft gehen. Auch geschlossen zusammen mit all den Religionen, die heute zu Lützeburg vertreten sind, an wo nur drei Vertreter werden, hier das Gebiet und Eis richten. Ich gebe auch all die Opfer, die nicht so mit der Religion haben, viel still zu machen, an Eis als Gebieter an ihrem Herz zu begleiten. Toi qui as béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, bénis le Grand-Duché de Luxembourg, son prince, son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Theresa et toute la famille grand-ducale. Étends les ailes de ta protection sur notre pays. Éclaire toujours de la lumière, de la sagesse et de la sérénité notre souverain. Et que le jour de son règne soit toujours béni de prospérité et de paix. Amen. Issa Adonai Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Dieu, toi le maître du temps et de l'éternité, dont le Fils est venu parmi les hommes pour servir et non pas pour régner, nous te remercions pour notre grand-duc Henri. En commémorant son anniversaire, nous te prions, bénis-le par les dons de l'amour, de la joie et de la paix, afin qu'il puisse continuer à servir son pays en toute fidélité. Ganz speziell bitte mir heute aber auch für eine ganz großherzogliche Familie. Halt den Hand, die weise Grand Duc, als in ganz Familie. Lädt sie auf all ihre Wehe, erfeiert sie an ihren Decisionen. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen für unseren Großherzog Henri. Möge deine Weisheit ihn leiten, dein Heiliger Geist ihn stärken,
Schenke ihm und der Großherzogin Maria Theresa sowie ihrer ganzen Familie glückliche Tage, Gesundheit und Kraft. Lass sie dem Land und seinen Menschen loyal dienen und in Treue zu dir leben. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac, le sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation? Et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il a vu et mesuré. Il a répandu sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons. Et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. L'amour du Seigneur est une imminente sagesse.
Dieu en accorde une part à ceux dont il veut se laisser voir. Parole du Dieu vivant. Altesse royale, Exzellenzen, Leifleid alugue. Olab, dass ich für dich der Maitrise merci soin. Sie singt immer wunderbar schön. Me haut, hus ein besonnische Programm. Es sind so viel Musikstecker do, von 1945, für ihr skandische Charlotte, es im Exil rumkommen sie. Dat verbindt des Platz und dat verbindt eis alle Guten mit der Geschichte. An mit einem Stück Identität vom Lützebäuer Volk, von der Lützebäuer Nation. An Identität hat es royal. Die hat der Moje meisterhaft gesucht. Identität als etwas, was ganz wichtig ist für ein Volk. An das besonders wichtig an Zeiten, wo als Kultur sich rapid verändert. Wir sind also in einer Zeit. Die einen nennen es postmoderne Gesellschaft, die anderen postmoderne Gesellschaft. Es können verschiedene Nimm gehen, aber es bewirkt an viele Leute auch eine große Unsicherheit. Eine Unsicherheit für die jetzige Zeit und auch eine Unsicherheit für die Zukunft. Und wir wissen aus der Geschichte, dass es so Zeiten von Unsicherheit ganz gefährlich können sein. Weil du können Sachen dabei herauskommen, wo sich nicht freut, wenn er sich seine eigene Sicherheit bauen muss, seine eigene Identität nur neu definieren muss. Und es schmengen zu der Identität, du gehören noch Trillionen. Weil Trillionen sind etwas, wo die Leute sich damit identifizieren. Und das stimmt sicher zu Lützeburg, für die katholische Kirche, für die jüdische Kommunität, die schon ganz lang hier im Land sind. Und das stimmt auch für die Religionen, die nicht neu sind, aber ein bisschen mehr neu sind. Und die auch Lützeburger haben, die auch Punkte von Identifikation und von Identität für viel Matbücher sind. Und dafür, gerade an dem kulturellen Wandel, also dafür von größter Wichtigkeit, dass die Religionen auch hier Platz an der Gesellschaft tun, nicht von anderen Akteuren. Das ist ganz klar. Aber dass auch die Religionen müssen hier Platz tun. Und das heißt auch, dass zur Identität von den Religionen auch die Gebäude gehören, wo Religion praktiziert wird. Weil viele Lützebäuer identifizieren sich mit dieser Kathedrale. Das ist auf dieser Platz, wo für 70 Jahre gefeiert wurde, dem Herrgott Merci gesucht wurde, der Mutter Gottes Merci gesucht wurde, dass das Land nicht frei ist und das Grand-Duchesse nicht da war. Und auf vielen Plätzen sind es Kirchtieren, die auch an unseren Ortschaften, an unseren Städten, an unseren Dörfern die letzte Burgische Identität prägen.
dat net unzuwellen oder dogein zu gehen, dat mengen ich für ganz graf für die Identität vom Netzebäuer Volk, grad an die Situation vom kulturellen Wandel. Mir dat heißt auch, dass wir als Religionen als müssen neu abstellen an der Zukunft erragen. Das heißt auch, dass wir nicht der von der Religionen sind, wo ein den anderen bekämpft, wo man mit großem Respekt, Respekt als mehr wie Toleranz, zusammen an Zukunft gehen, an als Religionen einen Beitrag leisten für die Einheit an die Identität vom Netzebäuer Volk. Weil Identität ist gebündelt an diesem Moment. Sie kriegt die Legitimität von der Vergangenheit, aber sie kann nicht mehr bestehen, was an Zukunft abpasst. An eine Identität, die sich verschließt, als eine Identität, die innergeht. Es macht mich traurig, wenn ich an Internetkommentaren einst lese, was da über Flüchtlinge gesagt wird. Da müssen wir uns als Christen, als Muslim, als Juden, als Letzebäuer dafür schummen. Leute, die so viel Leid auf sich geholfen haben, die verdrieben sind, die hunderte von Kilometern müssen gehen. Und wir mit unseren Werten, wir wären nicht mehr bereit, für die abzuwählen. Das wäre ganz traurig. Wenn das so wäre, dann hätten wir als Letzebäuer Identität verroten. Und dann hätten wir, gibt man nicht mehr verdienen, die Retour von der Grand Duchesse und von der Freiheit zu feiern. Los mal also als Letzebürger zusammen an Zukunft gehen. Trillionen, sie prätieren, die zu machen, von Politik und Gesellschaft hat akzeptiert. An wir wollen bieten für das großherzogliche Familie, für die Grand Duchesse und für unseren Großherzog, weil sie verkörpern die Identität von unserem Land. Wir sind froh und hoffentlich, dass wir so haben, wie Flitzeburg, wie die großherzogliche Familie, wie das Grand Duchesse, wie das Grand Duc. Amen.
frères et sœurs, faisons monter maintenant avec foi et ferveur notre supplication vers Dieu notre Père et prions en ce jour de fête nationale pour tous ceux qui sont appelés à vivre ensemble sur la terre luxembourgeoise. Veille avec bonté, Seigneur, sur notre chère patrie, multiplie les bénédictions sur ton peuple et resserre les liens de l'unité entre ceux qui vivent sur une même terre pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays et de l'Europe. Dominum de plecemur. Wir bieten für alle verantwortlichen Politiker am Staat wie an den Gemengen, heute zu Lützeburg, an Europa, bei uns dort fällt, dass sie sich für die Rechte und Wohl von allen Bürgern ersetzen. Dominum de plecemur. Let us pray for all persons suffering from persecution and for all the refugees seeking a humane welcome from us. May their presence call us to reflect upon the meaning of charity and make us sensitive to the great political issues of our world. Dominum de plecemur. Wir bieten für die Frauen und Männer, die sich an der Welt für Frieden und Gerechtigkeit ersetzen, für die Menschen, die heute unter der Folge von Hunger und Gewalt leiden, und für all die, die am Dienst von unserer Heimat ihr Leben gelöst haben, an denen wir vieles verdanken. Dominum de plecemur. Unissons maintenant nos cœurs dans une même prière et intercédons ensemble pour notre grand-duc Henri, la grand-duchesse Maria Theresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance. Domine salvum fac magnum ducem nostrum Henricum.
Domine exaudi orationem meam. Et nobis adveniat. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Oremus, Deus cui omnis potestas et dignitas famulatur, da famulo tuo magno duci nostro Enrico, prosperum sue dignitatis effectum, in qua te semper timeat, tibique iugiter placere contendat, per Christum Dominum nostrum. Thank you.
benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spirito. Benedictus est Domine in firmamento Coeli. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, Deus cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Pissime maiestati tue, procolatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, utque petentibus postulata concedis, eostem non deserens ad premia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum.